Hallo Willkommen, liebe liebe Grillpilz-Fans, Farmhammer-Freunde, und zu diesem und hier neuen sind wir Video wieder, wie von schon mir. besprochen. Heute Abend Ich gibt zeige es euch eine jetzt einfach weitere mal ein paar Folge Berichte, Farmhammer, damit wir auch mal weiterkommen. Denn ich mache bezüglich guck mal Seite meiner 3. Let's Plays, wenn ich auch aufnehme, dass ihr alles miterlebt. Okay, Denn wenn ich das was war jetzt hier mache, gestern? die Folge vorbei ist, dann seht ihr Ja, egal, alles, beginnen könnt wir einfach ihr 5 hier. Minuten später sehen. Ich habe Das schon Hochladen dein dauert nicht mehr so Prolog lange, geschrottet. Ich 5 glaube, das Minuten war das circa. erste, was ich von denen geschrottet Also in habe. meinem Programm, was mir mein Kumpel Megaminer, also Megagame Freak Laden, 17, sorry. geschickt hat. Hier haben sie mich mit Tarpen angegriffen. Und wir Hat haben nicht viel doch Kampf irgendwelche gegeben. Ehrenpflanzen. Hier, das war doch der Glücksklee. Den pflanzen wir über Nacht ein. Hier wieder mehr. Und zwar haben die den Fehler gemacht und mich mit 6 Feuerschiffen angegriffen. So, Und das im Feuerschiff Nachtbonus. pflanzen. Das heißt, ich hatte 6 Pyrenen, sie hatten 6 Feuerschiffe. Dass wir Hätten sie am hier Tag beim Event angegriffen, auch mal hätten was sie leicht erreichen gewonnen. können. Somit haben sie aber verloren. Außerdem, die ganzen schönen Müssten Truppen alle heute umsonst. noch ein Event sein, und zwar diese Ja, hätte ich ganz jetzt tollen auch nicht viel zu Sternenmeister. sagen. Ich glaube, da holen wir uns dann einen. Hier, So schön. weil es im Nachtbonus Okay, war, hier ist haben sie erstmal alles so viele gemacht. Truppen verloren. Dieser Sternmeister, Ich glaube hatte ich, nur 6 Minotauren, 4 Obliden und gibt 15 hier Schwertkämpfer. drinnen, und Das das wundert ist mich so ein jetzt, Artikel. dass der Nachbonus Ne? so richtig viel ausmacht. Es sind richtige Verluste, die die hier erlitten haben. Und ich hatte Okay. nur so ein paar Einheiten. Hier sind sie Ja, so nicht. kann es sein. Okay, hier haben die noch mal Der versucht, im Bestelle. Nachbonus mit 150 Feuerschiffen, alle down, alle meine Bashes jetzt. Und ich Ne. habe nur 103 Primen verloren. Und sie 150 Feuerschiffe. Naja. Ne. Hier auch wieder. Ich hatte Auch das fast gar nichts und Falsche. sie haben einiges verloren. Ah, hier sind sie, glaube ich. Ja. Hier habe ich gewonnen Kleines gegen toller diese Stallmeister. Jetzt haben wir sie 24 Funden. gehabt. Ein Stück, 15 Ich glaube, die Turbgulden. hätten auch gewonnen, Wir holen wenn uns sie einfach am mal Tag zwei. angegriffen Ich kaufe hätten, dann nicht im einfach Nachbonus. Turbgulden nach. Hier Das mit dann der sind die Echtgeld kaufe ich Feuerschiffe wieder wieder weg. nach. Dank Nachbonus. Ich verstehe Und ich das würde nicht. sagen, jetzt Warum stellen New wir hier Age diese zwei zwei Angreifer? Kämpfer Also, zur es ist Stallmeister eine richtig einfach mal gute hier schön Allianz. auf. Habe ich auch richtig Respekt davon, aber Und in 5 Stunden, ich würde Nachbonus sagen, das machen angreifen wir dann und morgen dann früh. meistens ohne Morgen Feuerschiffe. ca. 10, 11 Uhr Verstehe ich werde nicht ganz. ich diese Stallmeister mit euch zusammen dann Hier abernten. war auch wieder heftig. Hier, die hat Ich richtig schaue noch mal, Einheiten ob ich gehabt, etwas hat vom man natürlich keine Futterbau Chance, anbauen wie denn auch, oder wie sagt man da, ja, mischen kann. Einfach gesagt, bisschen Häsenfutter. ja. Weiterschauen, ich würde sagen, So, das war's hier auch habe ich das erstmal zweite Kolo von dem hier versenkt. dieser Folge. Freut euch auf morgen, 10 bis 11 Uhr wird sie erscheinen. Zwei Games von Ich einem glaube, Stallmeister auch haben wenn sich sie gegönnt. durchgekommen Seid wären, gespannt, ich bin auch schon hätten gespannt, die was da morgen nicht wohl bei rauskommen mir. wird. Dann wünsche ich euch Diese einen Stadt schönen Abend, erobert denn und er ist hat mit morgen Revolt der angegriffen Mario. und mit Kolo. Ich glaube, dann hätte er nicht mehr die Stadt bekommen. Ich weiß nicht genau, könnt ihr mir mal unter die Kommentare schreiben. Ich glaube aber, hätte er gar nicht bekommen, die Stadt. Alter, richtig heftig. Nur 3 Feuerschiffe. 5 Riemen hätten gereicht. Dann wäre alles kaputt gewesen. Naja. Hier haben die mit Schwertkämpfen angegriffen. Verstehe ich auch nicht. Und hier haben die dann meine erste Stadt leider erobert. Und zwar einfach, ja. Hätte nicht viel gebraucht für diese 120 Reiter, aber müssen ihn lassen. Sie haben gut gekämpft. Hier. Und dann haben sie hier nochmal alles gecleant. Leer geräumt oder wie man es auch immer nennen will. Hier haben sie die zweite Stadt erobert. Hier hatte ich dann noch ein paar Einheiten, wie man sieht. Auch leider nicht mehr genügend. Wie man gleich sehen wird. Das habe ich noch alles geschafft. Auch richtig gute Bashes für mich. So, hier auch noch alles leer geräumt, hier alle weg. So gefällt mir das. Alle Feuerschiffe weg. Und hier sind sie dann leider durchgekommen. Aber was will man machen? War ein harter Kampf hier.
und dann ein schönes großes Schiff in meine Stadt reingesenkt. Hier habe ich auch wieder das ist hier leer geräumt. Die Feuerschiffe, manchmal in Temerin. Hier haben sie Erdbeben gewirkt. Hier war auch wieder ein eher harter Kampf. Sie haben mich hier angegriffen mit gar nicht mal so wenig Einheiten. Und ich habe die mit hauptsächlich mit der Miliz verteidigt, sonst hätte ich, glaube ich, versagt diesen Angriff. Hier wurden nämlich ausspioniert ein paar Mal. Hier auch wieder so. Was das für ein Angriff sind, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist sind einfach nur so. Na, keine Ahnung. Naja. Naja. Bisher sind sie mir bisher gekommen. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Städte. Die werden wahrscheinlich noch vier von mir erobern. Und zwar kampflos gebe ich ihnen die Städte, damit sie hier meine Maie 1 in Ruhe lassen. Die hier lassen die dafür in Ruhe, haben sie mir versprochen. Hier könnte ich jetzt auch mal in der Zwischenzeit ein bisschen was an Dev produzieren. Denn ich habe dann schon einen Plan. Ich bin jetzt Top 3 Verteidiger. Hier. Yeah. Mit 28.332 Verteidigungspunkte. Beim Angriff bin ich noch nicht so gut. 11.954 erst. Aber hier in der Angora können wir dann schon einiges an Triumphumzüge feiern. Und hier haben wir auch schon einige Kulturstufen jetzt frei. Das heißt, sobald wir meine Städte haben, dann werde ich, zeige ich euch dann, ich will noch keine vorschlüssigen Sachen hier, aber wie soll ich das nennen jetzt, noch nichts vorher ankündigen, ihr werdet das dann alles mit der Zeit sehen. New Age hat gut gekämpft. Ich hoffe, ich habe denen auch ein paar Verluste gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich schon einen Plan, wie es weitergehen wird. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Morgen werdet ihr dann wieder über die neuen Berichte informiert werden. Schönen Abend noch und bis morgen.